Heute werde ich erstmal wieder ein Keto-Brot backen. Und was ich dafür brauche, ist Weizenkleber, also Weizengluten. Das, was eigentlich alle, oder nicht alle, aber viele, weglassen aus ihrer Ernährung. Leinsamenmehl. Das hat ja mal an Kohlenhydraten gar nichts. Moment. Kohlenhydrate 5,3. Also, das ist nicht null, aber sehr wenig. Und dieses Glutenzeugs hier hat Kohlenhydrate 6,3. Also, im Gegensatz zu irgendwelchen Weizenmehlen ist das ja nichts. Ich habe auch noch hier Kürbiskernmehl. Vielleicht mische ich das mal alles zusammen. 4,7 Gramm Kohlenhydrate. Ich mache einfach mal so ein Mischbrot hier. Kartoffelfasern, Kohlenhydrate unter 8. Das ist ja viel gegenüber diesen Teilen hier. Aber naja, muss auch mal weg. Basteln wir da mal was zusammen. Flohsamenscheinmehl, Kohlenhydrate 1 Gramm. Das ist ja hier am allerwenigsten von allen. Okay, mal sehen, ob ich da was daraus zusammengebaut bekomme. Hier nochmal Leinsamenmehl. Was ist das? Vollmilchpulver. Das könnte eigentlich auch mal da rein. Ne? Das werden ja auch manchmal Brote mit Milch gebacken. Und hier haben wir noch ein bisschen Erdnussmehl. So. Mal sehen. 16 Gramm! Das ist zu viel. Das nehme ich nicht. Was haben wir hier? Bambusfaser, Kohlenhydrate unter 0,1. Das ist ja mal wirklich gar nichts. So, das kommt dann auch mit dazu. Hier haben wir noch so ein paar. Was ist das? Sind das diese Leinsamen, ne? Da kommt auch damit rein. Leinsamen kommen damit rein. Und das hier ist doch normale Sesam, ne? Kommt auch mit da rein. Hier sind noch mehr Leinsamen, aber ich glaube, nee, doch, das ist dasselbe. Guck mal, das sieht gleich aus. Also, da reicht eine Packung rein. Hier ist alles, was übrig geblieben ist von meinen Brötchen. Da den Rest, den bastel ich auch noch mit da rein. So, Schublade fast leer. Was fehlt mir denn da noch? Ah, Quark und Frischkäse. Das sind ja die beiden Zutaten, die das Ganze ermöglichen. Ja, gleich gibt es jetzt mal mein Porridge. Quark. So, hier haben wir Quark. Quark mit Kohlenhydraten 3,5 Gramm. Und haben wir noch irgendwo ein bisschen Frischkäse hier. Frischkäse hat Kohlenhydrate 2,9. Das ganze Brot hat also nachher. Da das alles irgendwo so zwischen 0,1 und 8 Gramm liegt, hat das Brot auch irgendwas, jetzt schätze mal irgendwo bei 5 Gramm oder so. Und jetzt geht das Zusammengemixe los. Also, das gibt hierfür kein Rezept. Das ist rein experimental. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich mische da einfach mal was zusammen und dann gucken wir, was das wird. Einmal den Quark. Das wird, glaube ich, ein großes Brot. Und dann muss ich mir das mal aufschreiben, wie viel ich von den Zutaten da rein fülle, damit ich, falls das Brot so richtig ein Knaller wird, das auch nochmal wieder nachbacken kann. Na, hier nochmal einen Frischkäse da rein. Und jetzt brauchen wir Ei. Also, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal Ei Nummer 2 und das dritte. Und schon haben wir die nassen Zutaten alle zusammen. Zum Rühren dafür nehme ich mal nicht den Löffel, sondern ich habe mir ja hier extra den dänischen Rührer hier geholt. Also benutzen wir den nochmal dafür. Irgendwie soll der ja für Teige jeglicher Art sein und besonders gut rühren. Vielleicht wird das ja dann auch ein dänisches Brot. Who knows? Okay, rühren wir das mal schön durch hier. Dänischer Schneebesen heißt das, glaube ich. Oder dänische Rühr irgendwas.
Als nächstes brauche ich mal hier unsere Waage. Ist das wirklich Sesam hier? Das ist kein Sesam, das ist irgendwas anderes. Sesam sieht ja so aus. Ich glaube, das ist heller Mohn hier. Und wo wir denn gerade hier in diesem Regal sind, Ash hat sich gewünscht, dass ich in das Brot viele Sonnenblumenkerne reinmische. Und dann kann da ja auch noch ein bisschen Mohn dazu. Sowas hat ja immer nicht so richtig viele Kohlenhydrate. Da steht nur ordentlich drauf, aber ich mische da auch ein bisschen was mit da rein. Fangen wir an mit den Leinsamenkernen. Ja. Machen wir mal 100 Gramm. Mal sehen, wie viel das ist. Oh, ich glaube, das sieht gut aus. So, 100 Gramm. Diese alte Mischung kommt damit rein. Das kann ich jetzt nicht mal hier in Gramm oder was angeben. Das sind ja ein bisschen Mohn, ein bisschen Sesam, ein paar Sonnenblumenkerne. Ach, die kommen erstmal so rein. So, jetzt kommt als nächstes Leinsamenmehl. Davon kommen auch mal 100 Gramm da rein. Ah, 103, 104. Mandelmehl. Ich glaube, davon habe ich nicht mal mehr 100 Gramm hier. Okay, das scheint ziemlich leicht zu sein. Machen wir davon mal 50 Gramm. So, das reicht. Bin mir mit Mandelmehl nicht so sicher, ne? Obwohl. Das bisschen kann auch noch da rein. Dann ist die Tüte wenigstens weg. Das sind jetzt 80 Gramm. Kürbiskernmehl. 50 Gramm Kürbiskernmehl. Kommt auch da rein. Nicht, dass das Ganze nachher zu trocken wird. Ne? Ich glaube, die Kartoffelfasern lasse ich deswegen weg. Flohsamenschalenmehl. Oh, das nehme ich auch mal. So, wie viel nehmen wir hiervon? Ich glaube, das quillt hier ganz schön auf. Also machen wir hier mal auch 50 Gramm. Und jetzt kommt hier mal das Vollmilchpulver rein. 40. Das Vollmilchpulver kommt dann noch nicht hier rein. Die Bambusfaser. Ich glaube, das habe ich schon mal. Das war nicht so eine gute Idee. Genauso wie Kartoffelfasern. Jetzt kommt hier Weizengluten rein. Davon nehme ich mal ein bisschen mehr. Mal gucken, das sind hier 50 pro Löffel, könnte man fast sagen. 97. 150. 200. Ich glaube, 200 ist gut. Wir werden das sehen. 2 Teelöffel Salz. Das noch mal ein bisschen durchrühren hier. Ash hat sich ja hier die Sonnenblumenkerne gewünscht. Also mal sehen, was kommt da wohl nochmal dazu jetzt hier. Dann machen wir ein Sonnenblumenkernbrot. Also 150 Gramm Sonnenblumenkerne. Die kommen hier noch mit dazu. Guck mal, wenn man das hier in dem ganzen Mehl drin hat, fallen die gar nicht mehr auf. Ich glaube, da kommt noch mehr rein. Also nochmal 150 dazu. Das Ganze nochmal ordentlich vermischen. Leute, ich weiß ehrlich nicht, was das wird. Mir kommt das so vor, als wenn diese Flüssigkeit, mein Quark-Ei-Frischkäse-Gemisch, wenn ich das hier in mein Pulvergemisch rein fülle, das wird nichts. Ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen mehr Flüssigkeit. Aber das werden wir gleich sehen. Und zur Not kommt dann da noch ein bisschen Milch rein. Der große Moment ist gekommen. Jetzt muss das ganze pulverige Zeugs hier in das Nasse rein. Und ich habe überlegt, ich werde da nicht alles reinkippen. Ich glaube, das wird nichts. Deswegen werden wir hier ein bisschen rühren. Und dann von der anderen Seite immer ein bisschen da reinfüllen. So, erstmal ein bisschen wieder durchrühren und so weiter. Ich habe jetzt den Punkt erreicht, dass der Teig ziemlich dick geworden ist. Also,
Das lässt sich hier so einigermaßen noch durchrühren, aber es wird schwierig und das muss alles noch da rein. So, fürs Rezept muss ich jetzt natürlich wissen, wie viel Milch da reinkommt. Also ich schätze mal 150 Gramm. Kommen da mal mit rein. Das erinnert mich so ein kleines bisschen an unsere Terrassenbauarbeiten, wenn man da die Fundamente mit Beton macht. So, ich habe das jetzt hier erstmal auf die Arbeitsplatte. Das kann man in dieser Schüssel überhaupt nicht durchkneten, ne? Ich habe das jetzt erstmal alles hier hingekippt. Und ich muss sagen, das ist zu fest. Da muss noch eine Portion Milch dazu. Damit ich die Milch jetzt nicht hier auf der Arbeitsfläche verteile. Also hier kommen, ich schätze mal, das sind nochmal 50 Gramm. Die kommen da nochmal mit dazu. Und jetzt vermische ich das nochmal alles hier drinne. Also, Experimentierbäckerei, ne? Da geht es kreuz und quer hin und her. Das ist ja eventuell was Gutes, was dabei rauskommt, und vielleicht auch nicht. So, und jetzt die beiden mal hier zusammenmischen. Ich glaube, da muss noch ein kleines bisschen Milch rein. Nochmal 50 Gramm Milch oder Milliliter Gramm, also die Waage zeigt ja nur mal ein Gramm an, ne? 50 Gramm Milch nochmal dazu. Ich glaube, ich mache das nochmal hier mit der Schüssel. Einmal die Milch hier rein. Das waren übrigens 60 hier. Das ging ein bisschen zu schnell. Also, nochmal die Milch hier vermatschen. Ich glaube, das sieht schon mal richtig gut aus. Ich werde da, glaube ich, zwei Brote draus machen. Einmal in der Mitte durchschneiden. Mal sehen, dass das ungefähr gleich schwer wird. Oh, 1030 und 1008. Das ist in Ordnung. Dann machen wir jetzt mal zwei Brote draus. Eigentlich hatte ich vor, das Ganze jetzt nochmal in Sesam zu wälzen oder in Mohn oder in Sonnenblumenkernen. Aber wenn ich mir das Brot hier mal so angucke, sieht das so schon ganz kernig aus. Es kommt also jetzt direkt hier aufs Backblech. Dann lasse ich das nochmal ein bisschen ziehen oder quellen oder wie auch immer der Fachmann dazu sagt. Und dann backen wir die. Schon wieder Planänderung. Ich habe ja hier noch ein paar Kerne übrig. Die kommen auf das eine von den beiden Broten drauf. Aber ein bisschen nass machen mit Wasser, damit da die Kerne drauf halten. Und ich hoffe, dass die jetzt auch ein bisschen Halt haben hier drauf. Ja. Schon festdrücken. Nein, die halten nicht. Die halten in meiner Hand, ja, wenn ich am Paddocks geht. Eigentlich hätte ich es auch drinnen wälzen können, aber dafür waren das, glaube ich, nicht genug. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann gefällt mir das eigentlich mit den Sonnenblumenkernen ganz gut. Dann kommt da jetzt doch ein bisschen Sesam drauf. Und fertig. Also, wir haben jetzt einmal Sesam und einmal Sonnenblumenkernbrot. Die schiebe ich jetzt schon mal in den Ofen rein. Da drinnen können die dann noch ein bisschen quellen. Haben wir so 180 Grad. Ich glaube, das meistens backt man ja mit 180 Grad. Boah, stellen wir das mal auf 60 Minuten. Und Ober- und Unterhitze. Mal gucken, was daraus wird. So, das Brot war jetzt eine Stunde da drin. Das ist schwer. Sieht voll cool aus. Jetzt muss das erstmal abkühlen, bevor wir das anschneiden können. Schon ein bisschen schwerer, ne? Ja, das ist aber bei Low Carb so, bei Eiweißbrot. Und jetzt werden wir sehen, wie lecker Low Carb Brot ist. Willst du was abhaben? Ja. Möchtest du vielleicht den Knut haben? Ja, ich liebe. Aber schon die Sonne, ich bitte mal Sonnenblumen. Ist das? Weißt du, wie das aussieht, wie das echte Eiweißbrot aus dem Laden? Krass, ne? Mhm. Oh, hör mal, hast du gehört, wie das knuspert? Mhm. Lecker. Schmeckt gut. Ich will auch einen Knust. Mhm. Nein, ich nehme einfach das. Warte. Ist auch gar nicht so matschig wie sonst. Also auch mal matschiger. Sieht die gut aus. Cool. Schmeckt ein bisschen salzig, finde ich. Ja, stimmt. Wie viel Salz hast du da reingetan? Das ist aber nicht matschig, das ist gut. Zwei Teelöffel. So, ich gerne die Blumen, ja? Ciao. Und so sieht dann hier mein Low-Carb-Abendbrot aus. Also Salat mit Käse und Mozzarella-Kügelchen.
Und hier das lecker selbstgebackene Brot mit Karotten und Paprika und Lackschinken und Käse. Und mein Schnucki hat gesagt, die wollte keinen Aufschnitt. Also habe ich nur Käse gefunden und Frischkäse. Ein bisschen Paprika und Karotten. Und wenn sie möchte, dann kann sie ja von mir noch was abhaben. Und Esch hat den gleichen Teller gekriegt. Also, ich würde sagen, jetzt gute Nacht. Habe ich gesagt gute Nacht? Ich meine natürlich guten Appetit. Und dann irgendwann später gute Nacht.